Hallo zusammen, ich sitze hier gerade mit Andreas Buhr, Past President der German Speakers Association, also einer meiner Vorgänger, in der Sitzgruppe hier in Dallas, Texas, genau. Auf der Convention der NSA. Das ist der letzte Tag, wir haben es also fast hinter uns. Das macht ja Sinn, mal so kurz Revue passieren zu lassen oder ein Resümee zu ziehen. Andreas, gibt es was dich besonders beeindruckt hat oder was dich bewegt hat hier auf dieser Convention? Nun, was mich beeindruckt bei dieser Convention, das ist ja seit einigen Jahren für mich fast eine Tradition, hier hinzufahren, ist Kommunikation auf Augenhöhe, ist Austausch auf dem jeweiligen Level, auf dem du dich befindest. Und das ist für mich hier wieder möglich gewesen. Und was mich besonders beeindruckt hat, war der Vortrag von Rory Vaden, 35, unfassbar guter Kerl, klare Birne, klarer Kopf, der also zusammenführt, wie Backend, Block und Frontend, wie er das nennt, zusammenhängt, wie diese ganzen Marketingmaßnahmen gebündelt werden müssen, weil das Thema Inszenierung heute doch wichtiger ist, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Das ist auch gleich so eine Überleitung. Wenn Inszenierung sagst du und Marketing und Digitalisierung sind also die Schlagworte. Was würdest denn du sagen, sind so die größten Herausforderungen, die wir in unserem Markt oder auch überhaupt im Business so im Moment haben, bei dem, was da alles gerade kommt? Ich glaube, es ist wichtig, an allererster Stelle auf Substanz zu schauen. Wer keine Substanz hat, wird nicht dauerhaft am Markt bestehen. Zweiter Punkt, das, was ich kann und das, was ich präsentiere und was ich teile an Wissen, muss eine Relevanz für meine Zuhörer haben, für meine Teilnehmer haben. Also Zuhörer bei Vorträgen und Teilnehmer, wenn es Trainings sind. Und drittens, ich habe schon gesagt, da es kein Geheimwissen mehr gibt heute und das Wissen in der Welt, es gibt auch keine Gurus mehr. Und deswegen müssen alle die, die sich für sehr gut halten, und das ist ja bei jedem von uns der Fall, sonst würden wir ja nicht machen können, was wir tun, das Thema dritter Punkt, Inszenierung wichtig. Ich muss heute schauen, dass ich wirklich sauber auf der Basis einer guten Positionierung so wahrgenommen werde, wie ich wahrgenommen werden will und auch damit buchbar werde. Und es geht eben nur über eine gute Inszenierung. Das wäre gleich die Überleitung zur letzten Frage. Was sind so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen? Also Inszenierung oder die Kompetenz, sich zu inszenieren, wäre dann wahrscheinlich eine. Was sind die beiden anderen? Na gut, ich habe schon gesagt, es muss Substanz haben, was ich tue. Und natürlich brauche ich eine Performance-Stärke. Ich muss natürlich in der Lage sein, das, was in mir ist, auch sauber zu präsentieren. Möglichst adressatengerecht. Ich muss dann in der Lage sein, eine Relevanz für meine Zuschauer, für meine Teilnehmer herzustellen, also Nutzen zu bieten und damit auch die Welt besser zu machen und eine klare Antwort auf die Frage geben, warum haben Teilnehmer sich dahin bewegt und was nehmen die mit an Ergebnis. Das muss ich mir vorher überlegen, wie ich meinen Nutzen so verpacke, dass der auch nehmbar ist. Und der dritte Punkt ist eben, wie ich Marketing und Vertrieb heute mache. Das wird von den meisten nicht gewollt und von vielen unterschätzt. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu inszenieren. Denn was nützt es einem sehr kompetenten Mann, einer sehr kompetenten Frau, wenn sie nicht bekannt ist, diese Person, und damit nicht gebucht wird? Das ist ja tragisch. Da kannst du die beste Idee haben. Vielleicht so eine Idee, die wirklich der Welt helfen würde. Wenn die keiner kennt, ist blöd, ne? Ja, also dann hat ja keiner was davon. Ja. Schönes Schlusswort. Sorry für die Qualität, mir schläft gerade der Arm ein. Ich habe nämlich das Selfie-Stick nicht dabei und Mikrofon. Kann man ein bisschen helfen? Ja, komm, so, halt mal, du bist, genau, dann ist das. Ja, genau. Insofern, danke fürs Zuhören, bis alles bald. Gut. Ciao. Ciao, tschüss.